Herzlich willkommen zum Nachmittagstalk Nummer 1. Nachdem wir die Technik jetzt am Laufen haben, darf ich den Felix begrüßen zum Talk Traue keiner App, die du nicht selbst getestet hast, und wie man so eine App testet, bevor man sie freigibt. Das erzählt euch jetzt Felix. Viel Spaß. Danke, danke und moin, moin. Ich freue mich, dass der Vortrag auch angenommen worden ist. Ich mache gleich Werbung. Ihr könnt mich heute noch ein zweites Mal sehen. Es gibt von mir nämlich noch einen Vortrag über Unterwasserfotografie. Der ist auch ganz cool. Der hat schöne Bilder. Heute habe ich weniger schöne Bilder dabei. Ja. Wer von euch hat schon solche Situationen gehabt? Irgendein Mitarbeiter kommt: Hey, ich habe eine tolle App. Darf ich die installieren? Okay, ein paar Leidgeplagte sieht man. Was denkt sich der Admin? Hä? Was willst du? Warum willst du jetzt die App haben? Ja, der Mail-Client ist super, der ist schön. Ah, schön ist also ein neues Business-Kriterium. Ja, nein. Aber irgendwann gewinnt dann der Mitarbeiter doch und sagt, ich will das jetzt aber haben. Das heißt, man muss sich's mal angucken. Was macht man dann? Gib mal die App her, ich schaue sie mir mal an. Was sind normalerweise die Preise, die man zahlt für sowas? Der Mail-Client ist der Client, der als einziger im Apple Mail Push-Notifications machen kann, der kann Krypto, der schaut super aus. Wenn man überlegt, wie funktioniert denn das? Wie funktioniert bei Apple, bei Android und Co., dass das Push-Notifications kommen? Da muss der andere Server ja wissen, dass da Daten sind. Haben wir uns mal ein paar Apps angeguckt. Unsere Lieblings-App war die Outlook-App von Microsoft, wo wir gesagt haben, Microsoft weiß garantiert, wie man es macht. Ja, sie wussten es nicht. Sie haben es immer noch so. Wer seine Passwörter in den USA gelagert haben möchte, die Outlook-App ist super. Für die anderen Mail-Clients haben wir uns auch angeguckt. Ja, was macht denn der Client? So ein Client schaut erstmal, ach, log dich mal ein. Wunderbar, dein Login funktioniert. Ich sende ihn mal nach Hause. Dann kannst du dich also auf Push machen. Das ist wohl Standardphänomen von allen unseren Clients gewesen, die wir gesehen haben. Der Mail-Client schickt erstmal alle Zugangsdaten zu sich nach Hause. Es ist ganz nett, wenn es jetzt so ein Marketing-Mitarbeiter ist, wenn es der Account vom Geschäftsführer oder von einem Admin ist, der auch Office 365 verwalten kann, ist das irgendwie denkbar uncool, dass dem sein Passwort bei einem anderen Hoster legt. Genau. Wir haben das aber auch bei anderen Dienstleistern gehabt, dass irgendwie die Dienstleister immer gerne in Logdateien im Debugging alle Daten nach Hause geschickt haben. Deshalb auch mein Aufruf, traue keine App, die du nicht selbst getestet hast. Es gibt wunderschöne Hilfsmittel, wenn man testen möchte. Ich habe den Vortrag auch bewusst nur relativ kurz eingereicht. Mein Lieblingstool am Mac ist Charles Proxy. Das ist das anwenderfreundlichste. Man kann es aber auch mit TCP-Dumps und Ähnlichem machen. Was macht man? Man jubelt seinem System einfach eine Root-CA unter oder stellt eine selbst, knackt einfach mal SSL auf. Was sehr traurig ist an der Stelle, wie viele Apps, Anbieter kein SSL-Pinning haben. Ich habe es gestern Nacht nochmal getestet. Ich hatte gehofft, dass eigentlich kein Test mehr funktioniert. Facebook hat gewonnen, bei ihnen funktioniert es nicht mehr reinzuschauen. So, der Rest der Apps, Microsoft, man kann wunderbar alle Zertifikate aufmachen, man in the middle, stört die Apps nicht. Gut, was macht man? Ich habe es am iPad auch mal gemacht, da gibt es die App für einfach einen Localhost VPN, geht der ganze Traffic durch. Habe ich mal das Beispiel mitgebracht. Wir richten ein Exchange-Konto an. Der Anbieter Ninemail, der hat dazugelernt, nachdem er einen längeren Disput mit mir hatte, dass es uncool ist, heimlich Passwörter zu übertragen. Unterdessen nutzen sie auch Anwendungstokens und registrieren sich als regulärer Mail-Client bei Office 365 oder beim Exchange-Server. Es geht also. Microsoft könnte es auch machen, sie wollen nur nicht. Sieht man schon so ein bisschen Kommunikation zwischen dem Mail-Server hin und her. Erstmal, wer bist du? Dann kommen so Antwort: Ich bin ein folgender Client, ich habe folgende Identifizierung. Das hier ist meine Client-ID. Theoretisch ist eigentlich genau das, was man haben möchte. Es wurde kein einziges Passwort übertragen. Login für einen Auf-Token machen es unterdessen auch über Webbrowser, wo dann einfach der Session-Token erstellt wird. Das peinliche ist, das machen kaum Anbieter. Am Ende haben wir dann wirklich ein Exchange-Konto, wo Feedback kommt: Das ist dein Username, das sind deine E-Mail-Adressen. Have fun, jetzt funktioniert's. Wir hatten das bei den meisten Anbietern
radikal wirklich Passwörter und Co. rausgeleakt. Reaktion des Sysadmins, ja, dann machen wir App-Passwörter. Ist trotzdem irgendwie uncool, dass die Server in den USA immer alle Zugangsdaten haben. Was war hier vorher gestanden? Ich reite das ein bisschen auf Ninemail rum. Ninemail hat da vorher bei jedem Start der App seinem Server nach Hause telefoniert und gesagt, hey, übrigens, den Client gibt's noch, das ist das Username, das ist der Passwort. Schau doch bitte regelmäßig. Da ging dann so ein paar Mal am Tag so ein Klartext, Passwort vom Admin rüber, Passwort von Mitarbeitern. Das fanden irgendwie alle bei uns derart uncool, dass man gesagt haben, lasst es. Es gibt nur keine echte Möglichkeit, das zu blocken, außer man sperrt den Mitarbeitern immer alle Sachen. Noch besser, wer von euch hat schon mal unter einem CRM gelitten? Nur einer. Du hast mein Mitleid. CRM ist das, wo Firmen uns sagen, alle müssen ihre Daten ins Customer Relation Management eintragen. Das muss so leicht wie möglich gehen. Da kommt dann irgendwann so ein Salesmensch hier und sagt, ja, wir haben deine Integration in Outlook. Was bedeutet sowas in der Regel? Die Outlook-Integrationen funktionieren, wenn man es nicht lokal installiert, über irgendwelche Reverse-Proxies und Ähnliches. Ich habe es einmal testweise gestartet. Wem würde gefallen, was da übertragen wird? Also ich verstehe, dass man einen Lizenzschlüssel überträgt. Man muss ja prüfen, ob die Lizenz funktioniert und passt. Dass man das Ganze dann aber regelmäßig macht mit, übrigens das User-Passwort lautet, der lokale Username lautet, der E-Mail-Account lautet und dass dann so viele Daten rüberlaufen bei jedem Start. Das ist doch denkbar kritisch. Daher haben wir da auch dann irgendwann gesagt, so die meisten Apps, die man nutzen möchte, kann man einfach nicht machen. Und wir haben aktiv angefangen, auch wirklich Sachen zu testen. Deshalb, ich bin in meinem Vortrag relativ schnell, finde ich auch gut. Die Folie ist doppelt reingekommen. Habt ihr denn Fragen an der Stelle? Wunderbar. Da die Technik nämlich nicht wollte, dass ich das iPad mit anschließe, fällt nämlich der Live-Teil weg, wo ich einmal so gezeigt hätte, wie es sonst noch alles geht. Ich kann euch nur einladen, nutzt es und testet das Ganze. Es gibt wunderbar viel Traffic, der entsteht. Hockey App und Co., wo Audit-Log-Dateien hin und her gehen. Es ist spannend, was so ein Handy oder Tablet, so ein Gerät kommuniziert. In meiner Masterarbeit habe ich es gehabt. Wenn man einmal sich nur den Netzwerk-Traffic anschaut, so ein Debian-Server hat über einen Tag hinweg ungefähr 8 Anfragen gemacht. So in Windows 10 waren wir beim Tag bei knapp 300.000 Anfragen. Man sollte reinschauen, was so die Pakete kommunizieren. Ubuntu war auf Platz 2 übrigens mit der GUI-Variante. Das hat, glaube ich, so 100.000 Anfragen gemacht innerhalb von einem Tag. Fand ich so, was Calling Home angeht, auch nicht cool. Ja, schaut wirklich rein, was an Daten übertragen wird. Nutzt die Tools. Genau. Und den Live-Teil ist leider etwas kürzer. Ist der Technik jetzt geschuldet. Habt ihr Fragen? Und drin. So, jetzt hast du auch ein Mikro. Also die Frage war, wie kommt man an die Log-Informationen ran? Genau, richtig. Als kleiner Sys-Admin frage ich mich natürlich, gibt es da Tools, die mich dabei unterstützen, um sowas zu analysieren und unter Umständen auch einfach dann raus zu blockieren? Gut, das Blockieren ist die zweite Sache. Wie kann ich die Daten einsehen? Du musst wirklich einen Reverse-Proxy im Netzwerk haben, der alles aufbrechen kann. Wir haben es einfach in einem Testnetz gemacht, wo man auf dem Mac, der Einfachheit halber, wirklich unseren SSL-Proxy zwischenlaufen lassen haben und auch nur gezielt Testnetze oder Testclients getestet haben. Das Aufbrechen von SSL ist standardmäßig jetzt nicht so cool, also eigentlich gar nicht. Ab dem Moment, wo wir TLS 1.3 haben, wird das Ganze nochmal eine Nummer für sich, weil das kann man nicht mehr aufbrechen. Da muss man dann wirklich kreativ werden oder sowas komplett blocken. Aber wie kann ich es einsehen? Du musst einen SSL-Proxy, der es aufbricht, dazwischen haben. Story aus meinem Berufsumfeld, diesen Proxy haben so gut wie alle Versicherer, Banken und Co. mit drinnen. Die schauen komplett radikal, sind 90% in den Traffic rein und brechen alle Zertifikate auf, außer den von Banktraffic, weil es da etwas gesetzliche Auflagen gab, dass sie das nicht machen durften. Weitere Fragen? Dann ist das wohl der rekordkürzeste Vortrag, den wir jetzt hier haben.
Ja, also ist halt dem Live-Teil geschuldet, der fehlt. Ist halt wirklich, nutzt die Apps. Wer keine App kaufen will, einfach TCP da mitlaufen lassen. Wer das Ganze auf großer Netzwerkebene anschauen möchte, wer von euch hat von Flow Records gehört? Einer? Ja, du hast die Masterarbeit gegengelesen. Also danke nochmal fürs Masterarbeit gegenlesen damals. Flow Records ist eine Technik, wo man quasi Metadaten aus Netzwerkflüssen mitlesen kann. Die meisten Enterprise-Geräte können das auch machen. Der Vorteil ist, im Gegensatz zum Mirrorport, man mirrort nicht den Traffic, sondern nur die Metadaten. Quelle, Ziel, welche Paketart ist es, aber nicht das ganze Paket. Dadurch schafft man es auch große Netze mit wenig Aufwand zu monitoren. Das ist das, was auch bei mir in der Thesis drin war, wo man wirklich rausfinden kann, wohin wird kommuniziert und wo man auch auf statistischen Verfahren dann feststellen kann, was für ein Gerät ist es, welcher Patchstand ist es, wo man auch Sicherheitslücken finden kann oder auch unerlaubte Schatten-IT finden kann. Gibt es auch einen Vortrag von mir aufgezeichnet. Jetzt musst du laufen. Gibt es einen Link zu deinem Vortrag und vielleicht zu deiner Thesis, dass man sich das irgendwo anschauen kann? Reiche ich noch in die Notizen nach. Die Folien sind dann auch online. Weitere Fragen? Einmal da vorne. Gibt es Apps, die mehr Sinn machen zum Testen als andere? Nochmal bitte. Gibt es Apps, die mehr Sinn machen zum Testen als andere? Eigentlich jede. WhatsApp-Testen kann man sich, glaube ich, unterdessen sparen. Da wissen wir schon, dass es scheiße ist. Ansonsten, man sollte eigentlich jede App testen. Wir sehen es ja jedes Jahr aufs Neue, wo unsere Bank-Apps aufgemacht werden. Quasi alles, wo ihr irgendwo vertrauliche Daten drüber laufen habt, personenbezogene Daten. Ich erinnere an meinen DSGVO-Vortrag von gestern. Schaut euch einfach die Apps an. Oder schaut euch einfach mal euer Gerät an, was da das Gerät im Hintergrund macht. Es ist sehr spannend, wenn man auch einfach sieht, was da passiert. Mastodon, wurde es schon getestet oder wäre? Ich habe Mastodon noch nicht getestet, aber ich glaube, da gibt es genug, die das anschauen. Muss man einfach mal prüfen. Danke. Haben wir noch weitere Fragen? Hattest du noch nie Probleme mit Zertifikat-Pinning, wenn du dir das aufgebrochen hast? Facebook. Das die einzige? Die ersten beiden Apps, bei denen es jetzt wirklich im großen Enterprise-Umfeld misslungen ist, waren Facebook, Facebook Messenger. Die anderen haben sich tatsächlich aufbrechen lassen. Wahrscheinlich auch, weil sie dadurch im Firmennetzen funktionieren, weil die Firmenproxys brechen zwangsweise auf. Ist etwas ernüchternd. Erst recht, wenn man weiß, wie lange schon gepredigt wird, macht Certificate Pinning. Leider. Weitere Fragen? Gibt es eine Möglichkeit, den HTTPS-Verkehr dann zu filtern, wenn man irgendwie eine App unbedingt nutzen möchte und da Schwachstellen festgestellt hat? Im privaten Umfeld kaum, auf den mobilen Geräten noch weniger, weil die hast du so wenig unter Kontrolle. Ein Mobile-Device zwangsweise über VPNs irgendwo reinzwingen, funktioniert meistens nicht. Was die Firmenkunden, bei denen ich unterwegs bin, machen, ist halt wirklich, dass ein McAfee-Proxy davor hängt, der wirklich Packet Inspection macht, wo riesige Cluster drinnen hängen, wirklich alles aufmachen und untersuchen. Und erfahrungsgemäß, selbst die Kritik des Kunden kriegt es nicht auf die Reihe, Sachen sauber zu filtern. Beispiel, man hat zwar Skype for Business eingerichtet, aber wenn man Office 365 neue Skype-Lizenz oder Office-Lizenzen nutzt, muss man zu den Microsoft-Servern freischalten. Das Microsoft-Cluster hat leider auch Skype für Privat mit freigeschaltet drinnen. Das heißt, in jedes Skype for Business-Netz, was irgendwo Office 365 dahinter hat oder das Modell, kann man immer private Skype-User dazu hinzufügen. Also selbst bei den ganzen Kunden, wo ich unterwegs bin, die schaffen es nicht. Wie reagieren denn die Dienstanbieter auf entsprechende Kritik, wenn man denen mal vorlegt, hier pass mal auf, du hast mein Passwort unverschlüsselt übertragen, beziehungsweise warum liegt das überhaupt bei dir? Also Ninemail war der Anbieter, die hatten von mir so ein Response Disclosure bekommen mit, wollt ihr das wirklich?
die machen nur dessen eine Warnung, oder haben, bis sie den Patch gemacht haben, den ich jetzt gezeigt habe, eine Warnung gebracht. Achtung, das Passwort wird zu uns übertragen. Wir speichern es sicher, aber wir speichern es bei uns. Stattdessen haben sie auf die Token-Variante geändert. Die haben es gar nicht mehr. Der CRM-Software-Anbieter, der hat gesagt, Wayne, ich bin in den USA, leck mich. Ja, mit dem haben wir auch keine Geschäftsbeziehung mehr. Aber das kann passieren, das passiert relativ häufig, dass gewisse Anbieter einfach sagen, pff, nicht mein Problem. Du willst die Software, nutzt sie so. Weitere Fragen, Anmerkungen, Wünsche? Hey, also Cert-Pinning sollte dich auch nicht abhalten vom Testen. Du kannst zumindest mal unter Mac oder iOS mit Cydia, also wenn es jailbroken ist, so einen tollen SSL-Kill-Switch installieren. Er hat sogar per Schalter das deaktivieren. Das hat bisher bei mir immer funktioniert. Notfalls irgendwie mit Frida direkt Funktionen austauschen oder Code-Injection. Genau. Also, so, ja. Wenn ich den Vorschlaghammer raushole, dann geht das. Ich habe ja wirklich von nicht aufgeknackten Geräten gesprochen. Also der Einwand ist sehr berechtigt. Wenn man das Gerät aufmacht und den App-Code so verändert, dass dann das Certificate-Pinning raus ist, dann geht's. Wir haben halt die App so getestet, wie es auch vorkommen. Testaufwand ist übrigens pro App, wenn man es sinnvoll macht, knapp bei 4 Stunden mindestens, weil teilweise Funktionen auch einfach im Hintergrund aufgerufen werden, dass sie nicht regelmäßig kommen. 5 Minuten App angucken reicht nicht aus. Gut. Mikrofon bitte. Der Stream freut sich immer. Ist jetzt nicht so ganz im Thema, aber dabei, wenn Sie sagen, Sie kommen, die 365er, also Office 365er Server und Skype Server sind hinterm gleichen IP-Bereich versteckt sozusagen. Kann man da die Windows Update Server davon trennen oder ist das alles bei denen im gleichen IP-Bereich? Zum Glück, die Windows-Update-Server laufen anders im Enterprise-Umfeld, wenn man sich die Windows-Update-Server lokal hält. Ja, aber leider, ich weiß, ich habe einen oder ich habe 3, aber das Problem sind die Windows 10 Treiber, die kommen nicht über, also die kommen nicht sauber, wenn die Verbindung direkt zum Microsoft Office-Server nicht läuft. Gibt es da eine Möglichkeit in dem Bereich, da das zu trennen? Normalerweise die Updates und Co. Ich glaube, Apple ist auf Akamai umgestiegen, Ubuntu glaube ich auch. Es hängt darauf an, über welche Distributoren die Updates laufen. Wenn ein CDN dahinter ist, sind es andere IP-Ranges wie beim Office-Netz. Geht nichts. Aber explizit Whitelisting ist extrem kompliziert. Okay, leider. Danke. Gut. Ja, wenn wir dann keine Fragen mehr haben, vielen Dank fürs Zuhören und Kommen. Und nochmal Applaus für Felix.